Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Boucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr mit da reinschaut. Ich will hier ein bisschen was probieren heute. Und zwar möchte ich da unten was wegräumen. Wir haben doch unten diese, ja, wie soll ich es sagen, diese Container für Strom und so weiter. Und wenn wir die ins Dach reinräumen könnten, dann hätten wir doch wahrscheinlich unten ein bisschen mehr Platz. Das soll ja auch schön sein, weißt du? So, ich probiere mal das eben hier hinzusetzen. Das klitscht jetzt natürlich überall drin. Und ich baue mal einen Teil hier ab. So. Und jetzt gucke ich da nochmal ganz kurz rein. Das ist mir nämlich so überlegt. Weißt du, wenn ich die hier rein verstaue, wir haben jetzt hier wie einen Speicher. Und ich komme doch, wenn ich hier gebückt laufe, rein, oder? Ja, super. Pass auf, probier mal gleich. Die müssten ja dann trotzdem in der Range drin sein hier. Weißt du, die drei Sachen. Ich probiere das jetzt. Dann werden die schon mal weggeräumt. Weil die benutzt du gar nicht. Die sind einfach nur da. Außerdem stehen sie hier unten. Wenn die mal irgendwann einen Angriff machen und reinkommen, könnte eventuell sein, dass ich die dann reparieren muss und so. Jo, passt. Dann baller ich die da mal hin. Und zwar halt so, dass sie nicht durchs Dach durchgucken. Das heißt, ich muss die so in die Flucht setzen, ne? Ah ja, das läuft. Komm, das machen wir kurz, dann ist das erledigt. Und schon haben wir wieder ein bisschen Raumplatz gewonnen. Auch wenn wir den nicht allen brauchen im Moment. Weil die da benutzt du nicht. Du musst die ja auch nicht irgendwie anklicken oder so. Von daher würde ich sagen, da können wir nämlich noch einige oben reinpacken. Ein Speicher, ha ja. Wir können ja keinen Keller ausheben, also nehmen wir einen Speicher. So. Und die anderen setze ich links und rechts davon. Ach, ihr seid noch draußen? Ihr seid ja noch draußen, ihr zwei. Muss ich gleich mal gucken, wie es euch geht. Herr Bettle, wie war die Nacht? Wie war die Nacht mit deiner Level 3 Ursel? Ursel. Jetzt habe ich ihr einen Namen gegeben. Mal gucken, ob ich es über den Verlauf der Folge vergesse. Ah ja, dann. Ich lasse es mal auf mich wirken. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie ich das jetzt finde. Scheiße, ist mal rausgerutscht. Ursel! Ursel und Herr Bettle. Die können wir nicht schlachten, Leute. Und ich weiß natürlich aus den Kommis, dass die Materialien bringen A, viele, wenn sie ausgelevelt sind, und B, Materialien, die man nur so kriegt, ne? Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll. Drittes Hühnchen? Es riecht nach einem dritten Hühnchen, Leute. Ja, hier können wir natürlich, So, jetzt haben wir das verräumt. Wieso ist denn der hier noch kaputt? Muss ich kurz reparieren. Da muss ich kurz ran. Warte mal, geschwind. Achso, wir haben jetzt wird es Zeit, dass was rauswächst. Ich habe nämlich kein Futter mehr für meine zwei Hühnchen. So, fällt mir gerade mal so ein. Die brauchst du zum Reparieren, glaube ich, gell? Und was war es noch? Ich muss Seile machen wahrscheinlich, muss ich eh machen. Komm her, ich hau die gleich durch. Ja, und looten gehen müssen wir. Und ich brauche Sehnen. Wir brauchen noch vier weitere Sehnen für das, was ich so anstellen will. Jetzt muss ich halt schon reparieren, das kann ich so nicht lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles so ein bisschen kaputt hier. Warum ist denn das so? Ah, scheiße, jetzt habe ich die Nägel vergessen. Wo ist man in dem Kopf? Wo tut man in die Viers? Haben wir noch Nägel? Jo. Ach du je, mit den Hühnchen, jetzt wird's komplex. Ist immer schwieriger. So. Keine Ahnung, was da. Vielleicht waren sie mal irgendwann da und ich habe sie mitbekommen. Hier ist auch hier. Ist mir halt schon wichtig, dass das nicht zusammenstützt. Was muss ich mal da hinten gucken? Ey, das ist ja mal ein richtig cooles Feeling jetzt hier in dem Speicher. Sehr, sehr geil. Gut, Thema ist erledigt. Die Treppe kommt natürlich jetzt hier gleich wieder weg, sobald ich dieses Dings hier dran habe. So. Das war's gewesen. Das hat schon mal besser geklappt, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das Mendel ist heute so langsam. So, lass ich mal gucken. Ich müsste es umdrehen, gell? So. Perfekt. Haja. Wo setzen wir die jetzt hin hier? Die kann ich ja erstmal hier lassen, bis ich irgendwann mal weiß, was ich will. So. Thema erledigt. Dann holen wir uns die Begrüßungskiste. Subsistenz ist gut zu uns. Den Puma müssen wir uns schnappen.
siehst du? Perfekt. Ja, wir haben immer noch März. Das haben wir erledigt, das haben wir auch erledigt. Lass uns mal das drin angucken kurz. Ja, schöne Geschichte. Jetzt pass auf. Da haben viele von euch gesagt, ihr schiebt den immer unter die Werkbank, gell? Diese Generatoren. Da brauche ich nämlich einen zweiten. Ich würde meine jetzt erstmal so belassen, wie sie sind. Was kostet mich ein zweiter? Nochmal 5 Stifte, 5 davon und 4 Bretter. 5 Stifte. 5 davon und 4 Bretter wären es. Muss ich gleich schon mal die Ersatzbretter hier holen. Wollte gerade sagen, ob der Typ beim Angeln ist heute. Und wir brauchen halt Metall, deswegen würde ich mir nämlich gerne, wenn ich den zweiten Kompressor habe, diesen Mineralienextraktor einfach mal anschauen. Weil, wenn der regelmäßig Materialien ziehen könnte, wenn ich welche brauche. Außerdem wollte ich ihn ja eh angucken, ne? Zusätzlich, weil wir brauchen unheimlich viel Metall. Hinten ist ein Bär. Und ein Wolf. Und eine Kiste natürlich. Die nehme ich jetzt auch noch mit. So, ich bin gerade am Überlegen, ob es dunkel wird. Ich habe nämlich ein bisschen offscreen rumgebastelt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das mittendrin aufgehört habe oder ob es früh morgens ist. Ich glaube, wir haben einen frischen Tag. Bin mir nicht ganz sicher. Ziehen wir uns mal ganz kurz noch die Fallen rein, würde ich sagen. So. Ja, es läuft halt drauf raus, dass wir ein drittes Hühnchen irgendwann brauchen. Ich sehe das schon. Ja, dann heißt es jetzt Ursel. Herr Bettle und Ursel. Das Urselchen aus dem Eis. Sehr geil. Ich freue mich gerade voll, dass wir das mit dem Speicher jetzt so gemacht haben. Oh, die muss ich mitnehmen, Leute. Die muss ich mitnehmen. Da darf ich nichts mehr liegen lassen in Zukunft, ne? Das brauchen wir alles. Weil du brauchst ja ständig Dietrich. Du brauchst ja ständig irgendwie die Dinger hier. Außerdem müssen wir auch noch ein bisschen was craften für unseren nächsten Angriff. So spätestens April, allerspätestens im Mai würde ich da gern ran. Hier ist nichts drin. Heia, ihr zwei, was mache ich jetzt mit dem Essen? Ich habe nichts zum Futter, dann muss ich los, gell? Wird langsam eng, muss ich euch Würmlen besorgen oder so irgendwas. Gerade bin ich die Fallen durch, kommen sie, weißt du? So, das lasse ich im Moment durchlaufen, das ist okay. Dann muss ich hier einmal eben auffüllen. Und die Wasserflasche wollte ich noch machen, dass wir in Zukunft einfach beim Gießen oben weniger Probleme haben. Die stelle ich mir jetzt schon mal her, scheiß drauf. So, dann hauen wir uns nochmal Bretter durch. Dann nehmen wir uns das hier mal ganz kurz. Immer schön die Augen auf, Augen auf. So, jetzt pass auf, die Frage, die sich mir gerade stellt. Ich koche das eben mal noch ab. Wie sind unsere Werte? Der Balken, Mensch, ich würde den gerne halten, weißt du? Das kann ich mir schon mal erlauben. Das hier auch. Dann haben wir zwei. Das geben wir unseren Jungs und Mädels draußen. Schübidübidü. Braucht ihr komplette Ladung oder reicht das? Es reicht erstmal, ne? Ihr bräuchtet eher Würmchen oder irgendwas. Das ist mir schon klar. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Habe ich gar nichts mehr? Doch. Zwei, drei Eiweißriegel kriegen sie kurz, dann sind sie erstmal versorgt für eine Weile. Drei Riegel habe ich reingemacht, da geht das Wasser zurück, hast du das gerade gesehen? So, meine Beete muss ich noch versorgen. Da werde ich jetzt auch mal eine komplette Ladung Dünger reinhauen, dass die noch ein bisschen schneller rauswachsen, weil wir brauchen Tomaten und Zeug, ne? So, drei Stück. Frage ich mich gerade, gibt es hier eigentlich auch eine Verbesserung? Hier gibt es keine Verbesserung, ne? Dass wir noch einen Platz mehr hätten rausgekriegt oder so. So, das kann durchlaufen. Ach, den haben wir schon gebaut. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Leideln. Das haben wir ja schon gemacht gehabt, alles. So, jetzt kann sein, dass ich dann Masse einkicken muss, aber das werden wir jetzt sehen. Pass auf. Gib mir mal noch zwei Stiftlein, dann haben wir schon mal den zweiten Pressy.
Die Seen möchte ich heute holen und natürlich nach Möglichkeit looten, was geht. So. Nächstes, was wir uns dann bauen, ist zum Testen auf jeden Fall der Erdbohrer. Und da brauche ich A, die drei Seile. Das mit den Brettern kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und die zwei blauen Chips oder was das sind hier. Die Platinen. Und für die Platinen brauche ich 4, 8, 12. Schade, dass man das nicht wieder zurückklicken kann hier. Die nehmen wir mal komplett mit und die nehmen wir komplett mit. Aber ich glaube, ich kann es eh noch nicht bauen, ne? Weil mir jetzt wahrscheinlich Strom fehlen wird. Nee, 100, es fehlen eigentlich nur die 20 Masse plus das, was ich jetzt hier gleich abziehe. Ich habe nur nichts, was ich jetzt da reinlegen könnte, massetechnisch. Vielleicht holen wir uns unterwegs jetzt ein bisschen was. So, das nehme ich jetzt alles mit. Einmal. Dann, zack, zack, zack. Achso, das verdorbene Futter könnte ich eventuell reinschmeißen. Ich nehme das ja hauptsächlich für die Fischfall. Ja, das ist aber auch nicht so viel. Ey, wir lassen es erstmal aufticken auf 100. Wenn wir zurück sind, gucken wir, was uns noch fehlt, ja? Machen wir es so rum. Gehen wir uns einmal um die Beete kurz kümmern und dann ist gut. Dann können wir los. Vielleicht finde ich auch noch ein bisschen was. Also, fangen wir mal hinten an. Ein Wasser kriegst du auf jeden Fall. So ist okay. Ein Wasser kriegst du auf jeden Fall. Zwei Wasser. Voller Dünger. Zack. Zack. Und wie gesagt, letztmalig jetzt Aktion. So, Rest kümmere ich mich dann, wenn ich heimkomme. Schadet, glaube ich, nicht, wenn wir von denen ein bisschen mehr haben. Okay. Das wäre dann die Geschichte. Jetzt mache ich das hier wieder rein. Wir haben ja jetzt gesehen, dass das hier keine Auswirkung hat. Dann würde ich sagen, Bretter, Seile, Material von Seile, Sticks, Holz muss ich besorgen, auf jeden Fall. Dann haben wir hier unsere Metallsachen. Das hauen wir hier dazu. Zack, zack und zack. Die kochen wir gleich. Und das hatte ich hier. Ne, hier hatte ich das drin. So, ich nehme mal noch ein Wasser mit, ne? Ja, das schadet ja nicht, wenn wir das haben. Der Kompressor ist doch fertig hier. Pass mal auf. Wie habt ihr das gesagt? Ich guck's mir mal an. Ach so, das ist dann praktisch da so rein. Das kann ich wiederum nicht. Das geht bei mir nicht. Also es geht schon, aber ich... Wenn ich sehe, dass da ein Stamm durchgeht, fühle ich mich nicht wohl. Womit ich mich aber wohlfühle, wäre, wenn ich sie erstmal hier hinstelle. Ich habe eh noch eine Idee. Da kann sein, dass wir nämlich nochmal einen seitlichen Anbau hier aus Glas irgendwann machen. Je nachdem, wie ich das mit dem Material hinbekomme. So. Verkochen kann ja gerade nichts, gell? Und was wir auch machen könnten, die will ich jetzt einmal füllen, aber solange ich Benzin habe, mache ich es nicht. Wir können uns ja auch Biotreibstoff herstellen, ne? Aber im Moment habe ich ja noch genug. So, einen lasse ich laufen und wenn es dann so weit ist, dass ich zwei brauche, hätten wir da auf jeden Fall die Möglichkeit, ja. Den Hammer mache ich rüber, den brauche ich nicht. Haben wir noch irgendwo eine Ersatzaxt? Haben wir auch nicht. Das wird jetzt für heute einmal komplett reichen. Das machen wir so. Und so. Ein Wasser habe ich gesagt, nehme ich mal mit. Dann machen wir uns jetzt als erstes mal den Puma geschwind. Geschwind ist gut, ne? Also, unterwegs jetzt alles einsammeln, was wir schnell finden. Ich gucke jetzt nicht explizit, wenn ich irgendwo vorbeilaufe, ist halt so. Wichtig wäre der Puma und dass wir ab da vorne Holz holen und vielleicht ein paar Würmchen für unsere Süßen. Ah. Ich komme jetzt richtig auch noch gleich. Dann kann da schon was reinfallen wieder. Ich gucke da hinten nochmal nach. Euch lasse ich jetzt mal draußen, dass er ein bisschen auflevelt, ne? Das tut mir leid. Ja, ihr macht es schon. Wie gesagt, euch kann ja nichts passieren. Die Community hat es mal abgecheckt für euch. Kühlschrank läuft noch, ne? Ja, muss ich ab und zu gucken. Der ist mir nämlich schon mal ausgefallen. Ich habe es dann zwar gleich bemerkt gehabt, aber wenn du das nicht bemerkst, verdirbt alles.
Federn, zack, das Fleisch nochmal kurz hier rein. Ich koche dann wieder heute Nacht. So, siehst du. Mein Gemüsevorrat geht auch langsam zur Neige. Ja, bald ist das Zeug rausgewachsen. Warte mal, bevor ich es vergesse. So, meine Lieben. Hau mal ab. Wie gesagt, die Fallen lasse ich im Moment eher kaputt gehen. Mir ist das mit der Routine, habe ich normalerweise gern. Aber durch das, dass wir jetzt Hühnchen und die Beete haben und Holz besorgen und das Feuer und so, ist das einfach eine Komponente. Dann baue ich sie lieber neu, setze hin und habe dann wieder meine Ruhe. Ist zu viel Routine sonst für mich jetzt im Moment noch. So, das haben wir auch erledigt. Ab geht's. Du, du, wie du, bab, du. Wir suchen den Puma. Nehmen wir aber als allererstes Klemmer als Würmchen Nummer 1 hier mit. Müssen die zwei Hühner jetzt irgendwie halt am Leben halten, bis oben die Beete langsam eingelaufen sind. Was ja normalerweise kein Problem ist, ne? Wir haben jetzt vier Beete. Ich werde wahrscheinlich irgendwann ein fünftes dazu nehmen noch. Und dann passt es normalerweise. So, das haben wir. Die nehme ich natürlich trotzdem mit hier. Hä? Wo habe ich jetzt? Das war doch gar nicht der Lebensbaum, gell? Machen wir vielleicht die Tour hinten rum heute. Holz ist wichtig, habe ich nämlich alles verballert. Wir brauchen es zum Bauen, wir brauchen es momentan auch noch ab und zu zum Heizen. Im Moment habe ich alle Mats so weit weggeschafft halt, ne? Auch die Fasern und so. Wir sind ziemlich runtergeschafft, was die Mats angeht. So, jetzt gehen wir mal da hoch und schauen, ob der Puma da noch ist. Kaum Tiere hier gerade, was ist da los? Ruhig hier die Ecke gerade heute. Ja. Jetzt habe ich mal geguckt, so eine Tür hat ja eine Haltbarkeit von 600, ne? Wenn wir jetzt die nächste Base machen, ich weiß nicht, ob die ihre Base aufgewertet haben, dann könnten wir, falls wir nicht genug Zahnräder und Zeugs haben, auch mit Mollys oder so gucken, aber dafür braucht man natürlich dann wieder Glas, ne? Liegt da vorne Metall? Nee, ist nur ein Stein. Dafür nehme ich den Baum. Also die hier machen wir erst wieder gegen Herbst. Wir machen die große Base. Da ist ja nämlich eine, die ist etwas größer als die hier. Jedenfalls könnte man auch versuchen, die Türen mit zwei Mollys oder so aufzukriegen. Je nachdem, wir schauen halt, welche Mats wir haben, was uns weniger wehtut, ne? Den hast du aber gut versteckt hier. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Kurs abgewichen, aber das gibt Schlimmeres. Nämlich gar nicht auf Kurs zu sein. Jetzt lassen wir mal das Holz kurz Holz sein. Ah. Gehen wir da hoch und dann links. Da müsste normalerweise, da hinten ist nochmal Metall. So. Ich will jetzt auch nicht so extrem rennen, weil ich tatsächlich ja gerade einen Mangel habe. Boah, da hängen sie beide und schreien, holen uns ab. Und wir schreien zurück, selbstverständlich. Die Zugvögel sind immer irgendwie da, gell? Die sind gar keine Zugvögel, glaube ich. Ist aber Kalium. Dafür würde ich die Axt jetzt im Moment eigentlich gar nicht verschreddern wollen. Nee, das mache ich auch nicht. So, jetzt pass auf. Wir gehen bis zum Lebensbaum. Kupfer sollte man aber mitnehmen, gell? Zum Lebensbaum und dann gehen wir wieder eine Etage höher. Kisten sehe ich spontan jetzt gerade keine rumstehen. Ist das ein Wolf? Ist ein Wolf. So, hier haben wir schon mal ein Würmle für meine zwei Butzeln. Gehen wir bis zu dem anderen Lebensbaum und dann ziehen wir rechts vor Richtung Berge. Und dann gehen wir heimfüttern.
Schön mit dem Speicher jetzt, dass wir das alles so ein bisschen vom Schuss haben. Finde ich richtig gut. So. Müssen wir nämlich gucken. A, könnte hier der ein oder andere Jäger unterwegs sein. Und B, ein bisschen Glück, eine Dietrichkiste. Langsam. Nix. Dann könnte man den da hinten auch noch schnappen. Im Moment scheint es gut zu sein hier. Ich tänzel immer außen rum, um links und rechts um den Baum rumzuschauen ein bisschen. So weiter. Den holen wir uns jetzt auch noch da oben. Wie gesagt, mein Ziel ist eigentlich heute auf dem Ausflug nur einen Puma zu kriegen. Für meine Tower, die ich brauche, um diesen Dinger da zu bauen. 85er. Oh, jetzt rennt er weg. Habe ich gesehen, aber das lasse ich jetzt mal stehen. Jetzt haben wir drei Würmchen. Das ist schon mal gut. Da kriegen wir die Hühner wieder ein Stückle weiter. Bis die Beete soweit sind. Ich habe alle Beete gedüngt. Das heißt, es müsste jetzt irgendwann da mal flutschen. Jetzt fehlt uns noch der Puma. Und weil ich nicht weiß, mache ich jetzt hier tatsächlich mal den heute ausnahmsweise. Den müsste man normalerweise jetzt hier irgendwo bekommen. Ne? Ich muss nur drauf hören, wenn er knurrt. Sag mal, an der Ecke waren wir jetzt aber auch noch nicht so oft, fällt mir gerade mal auf. Ich meine aber, hier hatten wir damals einen aufgegabelt. Den machen wir weiter ran an den Berg. Ist das eine Höhle dahin? Oder ist das wieder nur so eine Steineinlassung wie schon mal? Ja, es wird schon dunkel, ist blöd. Hier hätte ich jetzt gedacht, dass wir eine Höhle gefunden haben gerade. Ist aber nicht, ne? Ich habe in den Comics gelesen, dass unter Wasser welche sein sollen. Da wäre natürlich die Frage, ob man es dann nicht mal Taucherausrüstung basteln und gucken, wo das sein soll. Scheiße, ich bin zu spät los, gell? Ja, sehe ich nicht mehr viel. Müsste hier nicht normalerweise einer rumstreunern? Ja, wenn nicht, muss ich halt nochmal einen Tag später jetzt los. Dann aber gleich, ne? Natürlich jetzt nicht gesagt, dass die immer gleich da sind, wenn du sie brauchst. Ich laufe mal hier im Schnee her, da sehe ich ein bisschen mehr. Man hört sie ja normalerweise frühzeitig, oder? Schnee. Wir nutzen jetzt wirklich den letzten Sonnenstrahl. Hier meine ich immer, da habe ich diesen einen da ganz oft schon gemacht jetzt. Bis davor und dann stoppen wir das ganze Geschehen jetzt ab. Und dann gehen wir morgen nochmal los. Wichtig ist auch, dass wir draußen waren ein bisschen.
Ja, komm, mir ist es wohler, wir gehen bei Tageslicht. Gehen wir morgen noch mal kurz hoch. Gehen wir nach Hause. Links wäre jetzt ein Bär, gell? Ne, 140 ist ein Wolf. Doch, ist ein Bär, aber ein kleiner halt. So, meine Lieben, haben wir ein bisschen was verstaut? 205. Das ist doch einer, gell? Wir bluten nicht. Die Hälfte leben, das sind wir gewohnt. Und wir haben es geschafft, unser Ziel. Jo. So. Jetzt haben wir nur ein Problem. Noch kurz heil heimkommen. Müsst jetzt verzeihen, ich nehme mal ganz kurz die letzten Strahlen hier noch mit, wo ich was sehe. Und guck mal, dass ich heimkomme. Ich höre natürlich hier noch ein Puma irgendwo ist. Jo, dann hat es doch hinkauen. Perfekt. Vielleicht können wir mal ganz kurz gucken, was uns noch fehlt. Dann lasse ich die Speicher voll ticken. Und morgen bauen wir uns dann den Mineralio auf. Gucken uns das an, dann besorgen wir Glaszeug. Also wir gehen dann wieder tauchen und so. Das eine war auf jeden Fall ein Bär. Hier ist die Base von unseren Kollegen. Jetzt einfach nur nicht überstürzt daheimrennen oder so. Rechtzeitig gucken. Und dann sind wir normalerweise safe. Können wir die Taue gleich durchjagen? Oh, deine Energie ist komplett weg. Für den Fall, dass ich rennen muss. Hier muss sie als ab und zu nochmal horchen. Sieht gut aus. Hey, wir haben es geschafft. So, meine zwei Süßen. Wie jetzt Level 9? Kann sein, dass die gerade Level verloren haben, weil nichts zum Essen da ist. Der war doch schon Level 10, oder? Acht Eier haben wir. Warum ist der jetzt Level 9? Oder habe ich mich verguckt? Das kann natürlich auch sein. Geht hier rein? Das werden wir jetzt gerade arg recht. Ich habe da vorne nämlich den Typi gehört, Holz holen. Puff. So, schöne Geschichte. Wir sind zurück. Jetzt pass auf. Starom läuft noch rein. Da hätten wir alles. 120 Masse. Der ist, glaube ich, draußen. Hab ich jetzt keinen Bock, mich mit dem jetzt irgendwie rumzuärgern. Dann bauen wir uns die Kiste morgen, ja? Für die drei Seile. Naja, das machen wir. Ich hau die schon mal durch. Dann richte ich das jetzt einigermaßen ein bisschen her. Und dann können wir uns morgen mal das Thema angucken mit Mineralien. Freue ich mich drauf. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. An der Stelle mache ich jetzt heute nichts mehr. Außer ein bisschen vorkochen. Ein bisschen vorkochen, sodass wir morgen einigermaßen dann schon ausgerüstet sind und loslegen können, ja. Dann würde ich an der Stelle mich verabschieden, mich herzlich bedanken und dann freue ich mich mit euch auf den April. Bis morgen.